Okay, Leute, zweite Hälfte beginnt. Und damit auch die zweite, der zweite Part. Weißt du, was ich mich frage? Ich finde das ein bisschen doof. Ja, guck mal, diese Nebenaufgaben sind ja so richtige Turniere wie mit Gruppen und so, ja? Und die anderen Turniere, das sind einfach welche, also jetzt hier die, wo es darum geht, um in die nächste Nation zu kommen, die sind dafür da. Die sind einfach so nur 8, die dürfen da rein. Und ja. Ja, das gibt's doch nicht, also wie viele solche noch weg? Umsen. Ich hab den Ring gesehen. Guck oben, guck oben, guck oben. Egal, Jungs, haben wir ja gewonnen, das reicht jetzt. Und wir sehen uns im Finale wieder! Okay, Leute, ich bin gegen die Avengers. Was ja toll ist? Xavi Hernandez steht da nicht doch. Ja, ist so. Es hat einfach geschrieben. Xavi Hernandez stand da. Gerade eben, als er aufgelistet wurde. Uiuiui, wir gehen ja ganz hoch. Ich hätte gerade China sehen müssen, was er gemacht hat.
Wenn wir zeige ich aber auch gleich euch noch unseren Torschützen, der uns hier, also die meisten Tore bei uns gemacht hat. Jo, Longshot. Okay, es war ein Longshot-Versuch eigentlich sozusagen. Ja, aber ich habe einfach Kreis gedrückt und halt L2 dabei gehalten. Jetzt komm, jawohl, unser Ball. Nein. Oh, das ist unser. Wo war der Torwart? Egal, wir führen 6-1 in der ersten Halbzeit. Das ist doch nicht was, in der ersten Halbzeit 6-1. Ja, wisst ihr was? Ich kann Kung Fu. Wer das nicht wusste, weiß ich jetzt. Ganz easy. Komm, erste Halbzeit ist Ende. Zweite Halbzeit, komm. Und es gibt was los, komm. Come on. Oh. Wir haben es diesen Finale geschafft. Guckt euch das Ergebnis an und sagt mir bitte, wie die es im Finale geschafft haben. Schreibt mir bitte mal in den Kommentaren, wie die es im Finale geschafft haben, ja? Wir hatten Hertha davor, wo wir nicht so hoch gewonnen haben, ja. Wir hatten Augsburg davor, ja. Aber in der ersten Halbzeit 8 Tore. Hallo? Das schaffen wir im Endeffekt nicht mal in einem Spiel. Entweder stimmt was nicht mit den Gegnern oder die hatten einfach nur noch schlechtere Gegner. Noch schlechteren Gegner, oha. Guck jetzt den Müller an. Der Müller kommt! Sollen wir machen 10? Wir machen 10 Tore und dann versuchen wir die ganze Zeit nur hinten rumzuspielen. Können wir machen. Nee, komm. Okay, wir machen jetzt ein Ziel. Wir wollen. Aha. Wir wollen, wie viele Tore sagen wir? 12? 12 Tore? Yep. 12 Tore gebe ich jetzt als Ziel. So, wenn wir die 12 Tore nicht schaffen, spielen wir so lange. Also nicht so lange hier, sondern dann machen wir im nächsten Video, also morgen, versuchen wir einfach bis zum Finale zu kommen. Okay, wir machen es anders. Wenn wir keine 12 Tore schaffen, machen wir die Videos morgen, also die zwei Spiele da offline, die wir dann noch machen müssen in Deutschland. Und wenn wir keine 12 Tore schaffen, also bei 12 Tore machen wir sie offline, und wenn wir keine 12 Tore schaffen, machen wir sie online. Also das finde ich cool. Da haben wir wenigstens so eine Herausforderung, weil dann müssen wir euch das nicht zeigen. Eigentlich finde ich, das müsst ihr eigentlich auch nicht sehen, weil das finde ich ein bisschen langweilig eigentlich. Komm Leute.
Ey, ich habe nicht mal ein Tor geschafft, bis, als wir das gesagt haben. Egal, okay, morgen seht ihr auf jeden Fall die zwei Spiele da. Ja, und jetzt könnt ihr noch schön sehen, die Sieger. Ah, du weißt das. Ich kenne nicht, wer ist das? Kennst du den Zinan? Mhm. Ich kenne PSOT. Ja. Auf jeden Fall hat uns da irgendein Spieler in den Pokal übergeben. Egal. So, jetzt zeigen wir euch noch, wer Torschützenkönig geworden ist. Wir noch ein bisschen unseren Spieler ab. Und was wir jetzt keinen aussuchen dürfen. Ah ja. Aha, cool. So, hier. Unser bester Torschütze zu BSUT mit 9. Danach von Dumovic mit 7. Dann Marx, dann Müller. Ja, und der Torwart hat keins diesmal. Guck mal, der Torwart hat diesmal keins. Normalerweise hat der Torwart immer einen bei uns. Alter, oh mein Gott, wir sind erst, oh mein Gott, mit Abstand. Okay, die nächste Stufe erreicht. So, also jetzt machen wir erstmal so einen kleinen Übersicht, wo es überall hingeht. Und dann fangen wir in der übernächsten Folge damit an. Also nicht morgen, sondern übermorgen, also Donnerstag. Okay, das glaube ich, das ist langweilig jetzt. Also Leute, wir müssen wieder von ganz unten nach ganz oben. Okay, auf jeden Fall. Hier sehen wir, okay, jetzt gehen wir mal durch, ja. Fangen wir in Dubrovnik an. Da müssen wir 4 gegen 4 Freestyle. Dann Venedig, 5 gegen 5 Turnier. Barcelona, 5 gegen 5 Freestyle Turnier. Was ist Freestyle? Hab ich noch nicht probiert. Notre Dame, 5 gegen 5 Turnier normales. In Berlin ist Futsal, nein. München ist 3 gegen 3, Tunnel. Okay, ist auch was Neues mal wieder. In, da ist 4 gegen 4, einer mit 5. Okay. In London ist halt die End, Dublin. Letzter Mann ist ein Aberdeen und in Dublin ist Freestyle. Jetzt zeige ich euch noch, welche anderen, also was wir upgraden und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir upgraden. Okay, Leute, so viel haben wir jetzt nicht upgradet. Alles, was jetzt hier ist, die roten, die hatten wir schon. Und die jetzt, die grün sind, die haben wir uns jetzt dazu genommen, ja. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Rangliste ist. Also Leute, hier sehen wir, der ganz oben ist angeblich Newcastle. Dann kommt Street King, Street Wizard, Fulham, Sunderland, Street Swing, Street Silence, Toulouse, Wolfsburg und immer so weiter. Da Dortmund, 14. Platz. Leverkusen 20. Saint-Étienne 22. Aber ich frage mich eine Mannschaft. Wo ist Barcelona? Oh, ich kann doch nicht den nächsten. Egal. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis morgen. Oder war es gar nicht wahr? Bis gleich, weil ich mache ja noch WWE. Ganz vergessen. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Und Peace!